Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Um genau zu sein, ist es ein komplett neues Projekt, für das mir die Idee irgendwie gestern Nacht oder vorgestern Nacht gekommen ist. Also total skurri. Ja, und zwar nennt sich das Ganze, wie ihr schon im Titel seht, Grand Truck Auto. Und das war ganz lustig, wie gesagt, das fällt mir so nachts ein. Und ich habe so ein bisschen so über GTA 5 nachgedacht, ne? Und fällt mir so auf GTA T. Ich wollte doch schon lange mal GTA 4 aufnehmen. Talk, über Themen reden. Bing! Und schon war die Idee da. Also das ist wirklich komisch, wie die gekommen ist. Ja. Ich habe mir bis was überlegt. So habe ich einfach ein paar Mods installiert. Ein paar einen. Und zwar den Trainer. Einfach damit ich ein bisschen Scheiße bauen kann. Nicht wundern, dass sie irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Also. Ein leeres Auto rumsteht. Das liegt daran, dass ich gerade schon hier ein paar Tests gemacht habe. Einfach mit dem Raketenwerfer runter bin und alles abgeballert habe und geguckt habe, ob mich der Raketenwerfer ertönt. Soweit ich das gesehen habe, nicht. Und wenn schon, dann habe ich verkackt, weil, ja. Das Video wird wahrscheinlich etwas länger. So werde ich einfach mal alles ansprechen, was ich bis jetzt über GTA 5 rausbekommen habe. Und das war echt richtig viel. Ich werde wahrscheinlich die Hälfte schon vergessen haben. Nee, viel mehr als die Hälfte. Aber ein bisschen was werde ich doch noch behalten haben, hoffentlich. So, ich habe mir. Ich habe mir noch nicht markiert, aber ich hätte mir jetzt markieren. Ein Krankenhaus. Na, da kann man sich so schön drin vercampen. Und dann. Wo ist das denn? Und dann kann ich da einfach ein bisschen rumballern, ne? Vielleicht gehe ich später noch ein bisschen auf den Flughafen. Dann kommt drauf an, wie lang das Video wird. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, oder wenn ich vorhin drüber nachgedacht habe, wie viel ich eigentlich weiß, dann. Ist das viel, aber jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir nichts mehr ein. Das ist ziemlich scheiße. So, ich habe keine Ahnung, wo das Krankenhaus ist. Scheiße. ist das hier? Irgendwo? So, ich fange dann auch gleich an, wenn ich auf dem Weg bin. Ist doch kein Bock hier, mich davon ablenken zu lassen, das Krankenhaus zu suchen. War das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es irgendwo ein Krankenhaus gibt, wo man rein kann. Oh, das ist echt ein krass großes Wissen. Vielleicht ein bisschen reingehe, vielleicht sehe ich das dann besser. Mal suchen. Da ist es. Wie soll ich das denn von da sehen? So. Ja. Ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie so toll geordnet machen oder so. Also im Sinne von, also im ersten Trailer, wo ich mir da ein paar Analysen angeguckt habe, da habe ich das und das rausgefunden und habe mir über das und das gedacht gemacht. Nee, das ist einfach das sagen, was mir halt gerade aus spontan einfällt und wir fangen auch gleich an. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das in einem Trailer war oder in einem Video. Und zwar geht, oder nicht, es geht da nicht drum, sondern es geht um GTA 5, ne, ist logisch. Und zwar ist das ein Bild, oder... Ich weiß nicht, ob es ein Video war, vielleicht war es auch das so ein kleiner Bild laufen. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und zwar, wo man von dem größten Berg, also es sah wie der größte Berg aus, es war auf jeden Fall scheiße groß, runter in eine kleine Stadt gesehen hat, noch so ein kleines Häuschen auf dem Berg drauf. Und da, ich wollte jetzt eigentlich nochmal nachgucken, ich habe das nicht mehr gefunden, leider. Upsala, mein Stuhl. Da habe ich mir gedacht, wie sieht das denn eigentlich aus mit der, nicht Sichtweite, sondern mit der Renderdistanz. Also ich meine damit, wie weit entfernt noch Sachen geladen werden. Und ja, das fand ich bei GTA 4 eigentlich einen eher schlechten Kritikpunkt. Einfach aus dem Grund, weil ich, ja, ich sehe, ich habe unendlich Munition, einfach ein bisschen hier abbrechen. Und auch unendlich Leben und so noch. So, warte, ich kann doch hier. Hier, okay, so. Weil, wie gesagt, es hat mir GTA 4 ein bisschen angekotzt, damit, damit, ich muss nicht wissen, Increase Wanted Level, was ist das? Haha! Oder? Irgendwie nicht, ne? Und es gab hier irgendwo was, im Sinne von, warte, eine Sekunde. 10 Sekunden. Wo war das denn? Auf jeden Fall, dass ich den Kopf irgendwo einschalten kann.
eine Sekunde, ich muss hier einfach beschossen werden. Aber mal, erstmal weg, so. Vielleicht ja doch Increase Wanted Level. Warum geht das nur bis 4? Ja, okay, dann ist das eben 4. Ja, dann müssen wir die anderen. Die letzten zwei Wanted eben noch selber arbeiten, ich suche mir hier etwas größere Waffe. So. Und zwar, wie gesagt, ist es mir in GTA 4 ziemlich auf die Nerven gegangen, damit man es jetzt nicht irgendwo auf ein großes, und wenn ich sage großes Haus, dann meine ich auch großes, also nicht jetzt irgendwie hier so, sondern auf ein größeres, also natürlich nicht übertrieben, vielleicht doch ein bisschen übertrieben groß, ja, und dann einfach darunter snipen kann, weil man die Leute nicht mehr gesehen hat, wegen der Renderdistanz. Weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas falsch eingestellt habe, aber es sah dann doch oft irgendwie blöd aus, wenn man runtergeguckt hat von irgendwo oder so. Und dann wurde da unten eben nicht mehr alles gescheit geladen. Also ich würde es auf jeden Fall richtig freuen, wenn in GTA 5 da dann alles geladen wird. Oder halt weitergeladen wird, weil die Sichtweite ist ja auch viel weiter. Ja, als bei GTA 4, da war es jetzt nur 1,5 Kilometer, glaube ich, vielleicht. Irgendwie. So, gehe ich jetzt mal rein. Ja, also so circa 1,5 Kilometer, soweit ich das gehört habe. Und naja. Also das ist jetzt eher meine Hoffnung an GTA 5. Und ja. Nicht das, was jetzt tatsächlich so sicher steht. LOL. Da hat er eigentlich keine Waffe dabei. So, ein Stück quietscht natürlich wieder. So. Dann machen wir gleich weiter. So, und jetzt bin ich genau an dem Punkt. Ich habe jetzt über irgendwas geredet und habe keine Ahnung mehr, was ich sonst sagen wollte. Und ich weiß, dass ich so viele Gesprächsthemen habe. Das ist das Problem. Okay. Wartet. One second, please. One second. Alter, ne, brauchen die lang. So, ich nehme irgendeine schwächere Waffe. Das vielleicht ein bisschen spannender wird. Okay, das wird nicht sonderlich spannend, aber ich will nicht leben haben. Das ist nicht sonderlich spannend, der. Ja, okay. Was gibt's denn noch? Also wie gesagt, das, also ich werde es hier einfach mal alles auflösen. Es ist klar, dass ihr das meist wahrscheinlich schon alle wisst, die sich mit GTA 5 beschäftigt haben. Wahrscheinlich fast alles, weil... Das ist eben auch nur das, was ich hier in den ganzen Analysen gesehen habe, und ich habe echt eine Menge reingezogen. Bestimmt so um die 30 Videos. Ja. Ja, die auch auf jeden Fall auf, dass das GTA 5 auf dem PC rauskommt. Ich habe es jetzt erstmal für die PS3 bestellt, deswegen werde ich erstmal davon keine Videos machen können. Ja, leider. Ich weiß sowieso nicht, wie das so mit GTA 5 abläuft, ob man dann erstmal irgendwie... keine Videos mache, sonst wird Rockstar ganz böse. Oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Sowieso egal, ich muss es auf der PS3 spielen. Und ja, da wird sich dann nicht viel ändern, ne? So. Punkto Nummer 2 sind die Haustiere. Und zwar habe ich gehört, dass der Hund auch weglaufen kann, wenn man sich nicht um ihn kümmert. So, jetzt meine Frage. Da bin ich mir sicher. Vielleicht wisst ihr mehr, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Jetzt meine Frage dazu. Wie sieht das aus? Kann man den irgendwie wieder zurückholen oder kann man sich einen neuen holen und ist dann das Bündnis vom Ersten und stärker, wenn man den nicht verliert oder so? Weil sonst kann man ja eigentlich drauf scheißen, ob der jetzt da ist oder nicht, ne? Gott, mich werden jetzt so viele Leute hassen, weil ich das gesagt habe. So wie drei, die meine Videos gucken. So, muss ich nochmal gescheit hinkommen. Dann sterbe ich hier gleich während des Aufnehmens. Hätte ich natürlich vorher bedenken können, was auch immer. Aber nur, so, ich glaube, was raus, vielleicht ist dann. Ja, ein bisschen mehr los. Ja. Es war ja auch schon auf der Karte, nicht auf der Karte, sondern in einem Trailer, oder war es der Gameplay-Trailer? War ja bereits zu sehen, dass es ein Tierladen gibt. Allerdings sieht man ja auf der Map nichts, also kein Symbol, nix. Und deswegen ist das gar nicht so sicher, meiner Meinung nach, ob der, oder halt auch der Meinung des Typens, der es analysiert hat, ob das, ich weiß leider nicht mehr, wer das ist, ob das, ja, jetzt
wirklich benutzbar ist, eben weil da kein Symbol auf der Karte ist. Es könnte natürlich sein, dass es, was mir jetzt so ganz spontan in den Sinn kommt, was ich aber weniger glaube, damit man solche Sachen entdecken kann. Also im Sinne von, du gehst einmal rein, das ist dann auf der Map. Das würde mich etwas wundern, aber ich meine, es wäre eine theoretisch, na, es wäre nicht so vorstellbar, aber meiner Meinung nach wäre es noch das Vorstellbarste von allem. Also, wenn er benutzbar ist. Wenn nicht, dann, ja, ne? So, dann, ja, wir haben natürlich drei Hauptcharaktere, und zwar Franklin, Michael, Trevor. Ich hoffe, ich habe dich da nicht vertan. Ich weiß genau, dass ich sonst umgebracht werde in den Kommentaren. Dann wird das wahrscheinlich das erste Video sein, wo ich mal richtig viele Kommentare habe und alle nur so: Du blöder Wichser, die heißen gar nicht so. Du sprichst das falsch aus. Und ja, ganz im Ernst. Also mein absoluter Lieblingscharakter ist Trevor. Das hat sogar zwei Gründe. Wahrscheinlich der Grund für die meisten. Er ist einfach nur ein abgefuckter Motherfucker. Also das ist echt krass. Also da habe ich mir auch schon in mehreren Trailern einfach mal den Arsch abgelacht, was der für Scheiße baut. Er sagt jetzt im offiziellen Trailer, wo er erstmal richtig schön seine Birne gegen die Holzpaletten-Dinger da. Und auch übrigens war gerade so ein Flughafen und hüpft da ein bisschen rum. Einfach, dass ich irgendwas zu tun habe. Habe ich keinen Cargo-Mod drin? Scheiße. Ich könnte mir doch mal ein Auto spawnen, nachdem ich Cargo-Mod rein gemacht habe. So, ich habe vergessen, wo ich war. Scheiße. Lol. Explodierst! wo ich war. Mach ich aber den Hauptcharakteren. Ich muss dich da jetzt mal kurz konzentrieren, das jetzt zu machen. Oh, ich soll mal machen. Was war das denn jetzt? Jetzt finde ich nichts mehr, ne? Das ist richtig krass. Covered-Mode. Geht doch. So, und dann noch ein Car spawnen. Das heißt nicht Car, das heißt Auto. Du mich auch. So. Ah, das ist aber anders, ne? Car spawning oder so. Oder? Ja, Car spawning. Wir holen uns den, wie heißt der denn? Ich weiß es, das weiß ich. Das, also ich weiß, dass ich es weiß, ja, das ist klar. Infernus. Ich schon vorbei. Ich bin ein Inferno für dich dafür, oder? Ja, klar. Da, Infernos. Genau. Unsterblich. Ich kann einfach ein bisschen Scheiße bauen. Während die Cops sauer auf uns sind. Oder auf mich. Ja. Scheiße, das ist uns, hat sich so in YouTube integriert oder so ähnlich. Für mich jedenfalls. So. Also. Und Grund Nummer 2, weil er besser fliegen kann. Und ganz ehrlich, ich liebe es, in komplett allen GTA-Teilen zu fliegen. Ich bin auch noch gerade dabei, GTA San Andreas richtig krass zu suchten. Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch durchhaben, bevor GTA 5 rauskommt. Und danach werde ich auch nochmal versuchen, so weit wie möglich in GTA 4 zu kommen. Ja. Und mal gucken, vielleicht habe ich GTA 4 auch nochmal durch, bevor GTA 5 rauskommt. Würde mich etwas wundern, weil so lang ist das nicht. Aber ich meine, so lang ist es doch. Ach, ich weiß ist überhaupt nicht, das werdet ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen, außer irgendjemand fragt mich. Ja. Hui, fuck. Da habe ich ja schon bessere Stunts gesehen, ne? Selbst von mir. Dann, ja, also wie gesagt, ich fliege in jedem Theater echt gern und ich freue mich auch wieder die großen Flugzeuge und den Chat, was man damit machen kann. Ich meine, in GTA San Andreas. Da konnte man ja richtig viel Scheiße mit dem Chat bauen, also im Sinne von Stunts und so. Und ja. Das finde ich ja nicht schade. Also ich habe nie richtig ja gelernt, in San Andreas die Ober-Motherfucker-Hammermäßig krassen Stunts zu machen. Oh ja. Ich werde das Wort heute noch öfter benutzen, das passt einfach zu GTA. aber weil einfach weil ich mich nie richtig damit beschäftigt habe. Ich meine, es gibt teilweise welche, die fliegen durch Tunnel, ne? Rückwärts und mit drei Katzen auf dem Auto drauf. Ja, weil es die auch in GTA 4 gibt. San Andreas meine ich. Ja. Also ich habe im Chat eher im Multiplayer-Bereich das Kämpfen mich drauf spezialisiert. Also, ja, ne? Ich war teilweise echt mal richtig gut. Also,
Ja, die Rakete ist gerade 5 Meter an mich dran gekommen und ja, bis die 5 Meter an mir dran war, was sie sowieso nicht gekommen ist, war mein Gegenüber schon tot. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich damit verschwendet habe. Das war richtig krass. So schnell habe ich es leider wieder ein bisschen verlernt, also ne, bin nicht mehr so gut. Ich weiß nicht mal mehr die Knöpfe für Flares und Raketen und Anvisieren und so. Ja, das liegt einfach dran und eine große Pause. Also wie gesagt, ich freue mich da wieder drauf, hoffe, dass man da wieder so viel mit dem Chat machen kann. Ja, auch von Stunts her und so. Ja, weil es hammermäßig viel Bock macht und es viele Leute gibt, die damit hammermäßig geiles Zeug machen können und das dann zum Beispiel auf YouTube stellen. Ja, und das macht halt immer wieder Spaß mit anzugucken. So, also nur so ein kleiner Grund, warum ich das fliegen mag. Außerdem noch, weil die großen Flugs, das finde ich auch hammermäßig geil, mit denen zu fliegen. Ja, macht halt einfach Bock, ne? Ich hoffe mal, das ist ein Grund. Ja, und wenn nicht, dann habt ihr eben keinen Grund. Oh, einfach keinen Grund. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu lang dazu. Ich hoffe mal nur eine halbe Stunde. Aber das sehen wir dann gleich. Oder später oder morgen. Keine Ahnung. So. Dann. Next Charakter ist. Lasst mich überlegen. Lasst mich eine Sekunde überlegen. Ja, ich weiß, was ich machen will. Ich will da rüberspringen. Nächster Charakter ist. Also einfach irgendeiner. Ich meine, ich sag jetzt, dass ich wieder speziell reinfalle, so einfach so, wie es einfällt. Franklin, der gehört jetzt zu einer Gang und da gibt es auch wieder richtig viele Anspielungen auf GTA San Andreas. Und zu Blue Street bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall zu GTA San Andreas, ich glaube, zu Blue Street auch, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Also verlasst euch jetzt nicht darauf, ne? Gut. Ja. Ach ja, genau. Wie gesagt, wieder richtig viele Ansprüche. Das hat er jetzt ein bisschen mit zu tun, weil der ist ja auch in dieses Gangzeug drin. So. Was ich auch ziemlich lustig finde, was ich irgendwie mal. Also, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das alles habe, ne? Damit er ja so. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau, was das für eine Einheit war. Aber auf jeden Fall mehr von der Einheit als die komplette Bevölkerung in GTA San Andreas. Und das finde ich schon krass. Weißt du, wie ich Leute laufe, GTA San Andreas nicht rum, genau, GTA 4. Doch, laufen viel. Alter, bin ich verpeilt. Oh Gott, oh Gott. So, hier. Kist kaputt. So. Ich glaube nicht, dass die mir ein Boot schenken wollen. Lol. Das ist näher. Ich will doch nicht so weit schwimmen. Also wie gesagt, das ist dieses ganze Gang-Zeugs und ja, frage ich, ob es wieder so Gangfights geben wird um bestimmte Regionen wie GTA San Andreas. Würde mich auf jeden Fall mal gerade freuen, weil das hat Bock gemacht. Aber na, wenn nicht, dann ich glaube, das würde auch so passen. Dann ja. Michael, das ist ja ein ehemaliger Bank. Räuber, der dann auch wieder irgendwie damit anfängt, weil man braucht ja Sachen in der Story aus. Aber auf die Story komme ich gleich noch, also was ich darüber weiß, ne? Ja. Nachdem ein bisschen Geld, ne? Kommt nicht klar. Ja. Also mit seiner Familie. Und das war es dann eigentlich auch, was ich über Michael weiß. Weil mit der ich mich nie sonderlich beschäftigt. Das ist auch, wenn ich jetzt so Charakterrangliste mache, ist das auch der letzte. Also er ist nicht der Letzte, sondern er ist einfach der Letzte auf meiner Rangliste von denen, die ich als erstes spielen möchte, sag ich mal. Oder von denen, die mir im Trailer am besten gefallen haben. So. Komm ich gleich mal auf die Story zu sprechen. So, wie viel Uhr habe ich eigentlich? So, okay. Damit ich so circa weiß, wie lange das Video wird. Auch wenn ich keine Ahnung habe, richtig auf nochmal angefangen habe, aber scheiß drauf. So, Story. Es geht um Überfälle auf alles Mögliche. Also, ich weiß jetzt nicht genau was, aber ich vermute, es werden Banken dabei sein. Dieser Gruppe 6 LKW wird in einem Trailer überfallen. Ja. Auch lustig, wenn ich weiß, warum der Gruppe 6, LKW Gruppe 6, wie heißt es zwar, ja, das ist einfach mal übersetzt. Einfach nur das Gruppe auf Englisch. Dann heißt das Group und dann
wer das, wenn man das Gruppe durch Group aussetzt, wäre das Group 6 und ja, der Humor von Rockstar Games auf einen LKW von irgendwas wichtigen, staatlichen wahrscheinlich, Gruppe 6 draufzuschreiben. Auf jeden Fall war es nicht lustig. Ja, das ist mich nochmal so ganz haben. So, man hat ja auch einen Trailer gesehen, damit die. Damit diese Mauer so gut zerfallen ist. Das werde ich, also vermute ich nicht, werde ich vermuten, dass es im echten Spiel nicht so ist, weil das war schon ziemlich krass, wie zerfallen ist. Ich hoffe natürlich, man kann mehr als in den anderen GTAs kaputt machen, aber ich denke, so krass wird das dann auch nicht sein. Damit die Mauer so physisch, psychisch, keine Ahnung, wie das heißt, korrekt zusammenfällt. Ja. Vermute ich etwas weniger, aber wer weiß. Ja. Man kann sich ja auch seine eigenen Gehilfen rekrutieren und dann bekommt man halt immer weniger Geld, umso mehr man hat, dafür ist es umso sicherer. Also umso weniger ist die Chance, damit irgendwas passiert, weil man einfach viel mehr Leute hat, die viel mehr Scheiße bauen können. Ja, und das ist eigentlich auch der Grund. So. Ja, also ist eben so, ne? Dann. Ich habe gerade schon wieder maßlos übersteuert. Und ich bin ja auch dauerhaft am Reden. Ich werde jetzt gleich wieder was trinken dürfen, so wie ich mich kenne, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Aber, naja, das war ja jetzt gerade nicht das Thema. So, gibt es irgendwas zur Story zu sagen? Also, Überfälle und man kann sich ja das alles zusammenstellen. Stellen. Es gibt wahrscheinlich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, zwei verschiedene Wege, immer das zu machen. Und zwar erstmal Sneaky und dann noch, ah, ich bin ja gar nicht rausgefallen. Warum ist der kaputt? Ach, wahrscheinlich weil ich geklaut habe. Ja. Ja. Also fehlt auch mal eine schöne Neuerung. Geht ja, damit man etwas mehr Entscheidungsfreiheit hat. Im Gegensatz zu den Vorgängern. Ich meine, man konnte jetzt auch GTA 4 eher wieder unterscheiden. Möchtest du dich jetzt umbringen oder möchtest du den umbringen? Aber. Möchtest du den umbringen oder möchtest du den umbringen? Nein, möchtest du den umbringen oder möchtest du ihn nicht umbringen? Aber. Ich meine, das war's dann, soweit ich weiß, auch mit den Entscheidungsfreiheit. So, dieses Gezeugs von den Charakteren, dass sie die ganze Zeit anrufen und mit Prozente, wie sehr die dich mögen und so, wird, soweit ich weiß, alles rausgeschrieben. Also, ich sage es noch, soweit ich weiß, weil ich bin mit dem ganzen Zeug leider nicht sicher. Nicht hundertprozentig. Und wenn was nicht stimmt, dann möchte ich nicht als Schuldige darstellen. Du hast das versprochen, aber es kam gar nicht so, Jerry. Ja, also, das auf gar keinen Fall. Das ist das, was ich gehört habe. Finde ich eigentlich etwas schade, weil ich fand es immer ganz lustig, wenn man dann halt mal neben der Story mal was zu tun hatte, mal ein bisschen mit welchen rausgegangen ist vielleicht. Ist das ja trotzdem noch verfügbar, diese Option. Nur nicht mehr nur damit. Also nur nicht mehr mit der Eigenschaft damit, die, wenn du oft was mit denen magst, dich mögen und wenn du nicht so oft was mit denen magst, dich nicht so auch mögen. Vielleicht wird das auch das noch rausgenommen, wäre meiner Meinung nach besser. Naja, eigentlich finde ich ja das System von GTA 4 ja eigentlich so gut wie perfekt. Man müsste das eigentlich nur noch ein bisschen, Alter, wie oft ich eigentlich sage, ne? Ist ja schlimm. Man müsste nur noch ein bisschen die Anrufrate verringern und dann, das ist meiner Meinung nach perfekt, aber ja. Ich programmiere GTA 5, also habe ich da nicht viel mit zu sprechen. So. Dann. Ja. Weil ich das gehört habe, soll es auch keine Freundin mehr geben. Ja, ist eben so, ne, da kann man jetzt nicht mehr viel ändern. Finde ich auch nicht so schön. Hatte man schön zu GTA gepasst. Ist jetzt auch seit, ich weiß nicht, also ich spiele jetzt GTA seit GTA San Andreas und ja, war bis jetzt in allen Teilen vertreten. Ja, also meiner Meinung nach einfach etwas Neues, ne? So, dann kommen wir gleich zum nächsten. Lol, okay. What the fuck? What the. Okay. Ja. Ja. Etwas komisch. Ach, das hier. Vergiss, weil ich in letzter Zeit für GTA San Andreas zocke. Naja. Auch egal, ne? Auch egal. So, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und dieser wäre, ich habe keine Ahnung. Weil ich bin jetzt auch schon wieder am Ende, aber mir fällt bestimmt noch was ein.
Genau, kommen wir mal ein bisschen auf GTA Online zu sprechen. Also GTA Online wird ja diese Online-Welt oder halt der Online-Modus von GTA 5 oder es wird ein ja, also eigenständiges Spiel ist nicht, aber ja, also wahrscheinlich, so wie mir das vorkommt, auf jeden Fall um einiges eigenständiger als bei GTA 4. Aber nicht so eigenständig wie zum Beispiel SAP bei San Andreas. Leider fand ich hammermäßig geil, was man da alles für Möglichkeiten hatte, selber was zu machen. Im Sinne von Server und so. Ne, man kann eben nicht alles haben, ne, Leute. So. Ich sag schon wieder zum 50.000 Mal so. Also, das ist schon mal, ne? Das ist echt schlimm, ey. What the fuck? Okay, also wie gesagt, GTA Online ist ja meiner Meinung nach so eine eigene kleine Welt. Man kann sich ein Apartment kaufen, man kann mit Freunden eine Gruppe bilden und dann gemeinsame Überfälle machen. Man kann kacken gehen. Ja, wahrscheinlich weniger. Man kann let me a little bit überlegen. Wie gesagt, Sachen überfallen eigenständiger als in der Story wahrscheinlich. Apartments kaufen. Ja. Was denn noch? Viele verschiedene Sachen dazu. Geld sparen, Autos kaufen, Garagen kaufen, Häuser kaufen, was auch immer. Ganz genau habe ich mich jetzt damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe mich mehr so allgemein mit dem Spiel auseinandergesetzt. Geht hier online. Wartet mal kurz, ich muss hier mal ein bisschen mich nochmal umhocken. Oh ja, ich weiß, das ist bestimmt hammermäßig nervig, wenn gleich wieder der Stuhl rumquietscht und ich schon wieder total den Faden verliere, aber naja. Kann man nichts machen, ne? Da kann man nichts machen, ey. So. Ich möchte mal kurz was ausprobieren, was auch passiert, wenn das Auto brennt und einschaltet. Reifen zu brennen. So. Ja. GTA Online. Gibt es da noch irgendwas Großes, Wichtiges zu sagen? Ich glaube jetzt weniger. Wie gesagt, ein Spiel wird, man kann sich da soweit ich weiß aufbauen. Und ja, außerdem soll es umgeändert werden. Also jetzt wieder auf das Fallspiel gekommen. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also jetzt Singleplayer meine ich, das normale Spiel. Damit man also nicht wie in den anderen GTA halt ewig viel Geld am Ende übrig hat, sondern das soll alles ein bisschen anders sein, oder spitzer, na. Ja, sag das doch. Sondern alles. Ja. Ne? Man hat halt viel mehr Möglichkeiten zum Ausgeben. Was jetzt genau, habe ich auch nicht. Ne? Hat manchmal das Gefühl, so viel zu uninformiert. Da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Jetzt ist es schon lang zu spät und das Video geht auch schon ewig. Weil schon nur das Video länger schon. Ja, ne? Dann ist ja jetzt beim Vorbesteller, also wirklich nur für Vorbesteller, weil ich das weiß, ein Zeppelin dabei. Das ist auch viel Spekulationen, ob der jetzt nur mit dieser speziellen Aufschrift bei Vorsteller dabei ist. Also weil ich das weiß, ist es nur bei Vorsteller dabei und ist danach auch gar nicht mehr. Vielleicht wird es dazu mal irgendwie DLC oder so kleines Extra geben. Das weiß ich aber nicht. Das ist auch nicht mal eine Vermutung. Das ist nur, ja, vielleicht eben. Das ist weniger als vielleicht. So. Meine Hoffnung ist das vielleicht, weil jetzt halt ich kaufe das für PS3 und PC. Und naja. Da dachte ich, wenn man sich das dann noch nachkaufen könnte. So. Wie gesagt, kommt nur für die beiden Systeme von Xbox 360 raus. Für die neuen Systeme nicht. Und für PC, also vorerst nicht. Ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert, aber ich vermute mal nicht. Und PC wird es wahrscheinlich noch rauskommen, aber das wird wahrscheinlich noch ewig lang dauern. Ziemlich ewig lang sagt jetzt. What the fuck? Das hat mich überfahren, what the fuck? Okay, ich versuche aber mich nicht zu wundern. Naja. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel wird wieder so modfreundlich wie die Vorgänger, weil es war meiner Meinung nach echt sehr modfreundlich dafür. Und geht das Andreas, was man da alles machen konnte, kann,
Im Sinne von Mods, also da war echt viel möglich. Oder ist, warum rede ich in der Vergangenheit? GTA 4 ist ja noch das aktuellste GTA. Noch. In ein paar Wochen. So, was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Ich bin jetzt schon wieder so verprallt. Weißt du, ich hätte nicht GTA 4 spielen sollen. Ich hätte was aufnehmen sollen, das dann im Hintergrund hinlegen sollen. Mir lieber nochmal was im Internet aufmachen. So, ja. Das Grafik verbessert, das ist logisch. Ja, ich kann mal kurz auf die Map zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja eine wirklich riesige Map. Also sie soll wirklich mega hammer groß werden. Und ach, ich könnte das doch vergessen. Es gibt ein U-Boot. Das finde ich hammermäßig geil. Oder es wird wahrscheinlich ein U-Boot geben. Also hoffe ich auf jeden Fall. Man hat es jetzt auch oft genug gesehen. Ganz ehrlich, ich finde das so hammermäßig geil, wenn man dann damit die Unterwasserwelten erkunden kann. Also das ist echt geil. Einfach richtig geil. Freue mich schon. Ich meine, in Arma 3 habe ich bis jetzt auch den Großteil der Zeit nur damit verbracht, mit einem U-Boot oder ja, unter Wasser zu verbringen. Oder eben ein bisschen zu unter Wasser zu tauchen. Und sehr viel mehr habe ich in Arma 3 auch nicht gemacht. Und ja, vielleicht artet das dann in GTA 5 auch so aus. Das werde ich dann mal sehen. Also ich werde wahrscheinlich viel unter Wasser verbringen, aber wahrscheinlich nicht ganz so viel in Arma 3. Weil das werde ich wahrscheinlich viel aktiver spielen. Das werde ich nicht mehr spielen, das wird zuchten. Das war hoch 3. So, was gibt es auf dem Fahrzeug zu sagen? Es gibt, soweit ich das gehört habe, also das ist ein unbestätigt, soweit ich das weiß. Alter, ne? Ich habe voll Schiss, dass ich da irgendeine Scheiße verbreite, aber ich glaube, das sollte richtig sein. Also es ist noch unoffiziell, aber es ist ziemlich sicher, damit es 200 tunbare Fahrzeuge gibt. Und das ist echt eine Menge, meiner Meinung nach. Also, ja. Man wird sagen, was nur, aber das war mäßig geil. Es gibt wieder einen Panzer, hat man in dem jetzt sechsten offiziellen Super-Trailer gesehen. Ja. Freue mich auf jeden Fall mäßig drauf. Da waren auch noch im Chat und so gesehen. Wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, dann verlinke ich euch die ganzen Trailer in die Kommentare. Und das merkt ihr dann schon, ne? Also, wenn irgendjemand das schreibt, vorausgesetzt, ich bekomme vielleicht ein bisschen mehr Klicks auf das Video, was mich etwas wundern würde, aber... Yay, yeah, ich hoffe einfach mal. Okay. Dann, was gibt's denn noch sozusagen? Ja, also der Panzer soll auch tunbar sein, das würde mich etwas wundern. Wird wahrscheinlich wieder so eine unbestätigte Information sein. Ja, ne? Also es wäre auf jeden Fall richtig geil. So viel Freiheit wie bei Saints Row 3, auch wo ich mir jetzt eigentlich bei GTA 5 nicht, also im Sinne von Tunen. Ja, ich rede mit Absicht von Saints Row 3, weil Saints Row 4 habe ich nie gespielt. Und ich habe doch Saints Row 3 gesagt, oder? Ich hoffe, sonst habe ich jetzt verkackt. Also wie gesagt, ich rede von Saints Row 3, weil ja, was man damit diesem Putzfahrzeug anstellen konnte, das war schon krass. Also ich fand es auf jeden Fall richtig geil. So. Wie gesagt, es gibt wieder verschiedene Flugzeuge, Helikopter, außerdem wieder der Little Bird aus GTA 4 Ballad of Gay Tony, wenn ich jetzt richtig liege. Ich glaube schon, bin mir aber nicht 100% sicher, wie bei allem, was ich hier sage. Ingame-Name, was war der Ingame-Name? Ich glaube, das war der Bussard, oder? War das der Bussard? Ich glaube, das war der Bussard Ingame. Ja, ich hoffe, der ist nicht ganz überpowered, weil das war in den Ballad of Gay Tony schon etwas übertrieben, meiner Meinung nach. Ich meine, da wird was unaufhaltsam, ne? So, was ich außerdem hoffe, ist, dass der Panzer ein bisschen mehr aushält. Weil, ne? Meiner Meinung nach hat der Sandres etwas wenig ausgehalten. Ich meine, natürlich, der hat was ausgehalten, aber, naja. Man macht verbesserungswürdig. So, außerdem wurde das Fahrsystem komplett verändert. Weil es in GTA 4 so schwammig oder wie immer mit einem Boot fährt oder so ist. Ja, komme ich auf jeden Fall drauf. Das wird viel mehr in Richtung Rennspiel gehen. Ja. Wird man dann wahrscheinlich auch seinen Spaß haben mit dem Fahrzeug. Einfach mal irgendwo blöd durch die Gegend zu fahren. So. Ja, schon wieder so. Ah, ich kann. Ich kann was trinken. So. Let me please kurz überlegen.
Ja, was mich noch ganz gerne interessieren würde, ist, ob man sich da mit anderen Charakteren auch noch Haustiere zulegen kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Was mich auf jeden Fall auch sehr freuen wird, ist die Bullet Time von GTA. Also die, nicht die Bullet Time, sondern diese Zeitlupe von dem einen Charakter. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, welcher. Das tut mir wirklich leid, aber ich glaube, es war... Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Auf jeden Fall hat ein Charakter dann auch Bullet Time. Oder halt Zeitlupe, ne? Das finde ich sowieso hammermäßig geil. Also ich habe das bis jetzt in jedem, also in jedem Bullet Time Spiel. Also ich mag allgemein Spiele, die Bullet Time haben. Was aber noch hammermäßig geil ist, wenn man da ein bisschen Zeit drüber rumballern kann. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Noch geiler wäre es, könnte man die einfach so aktivieren, aber dann wird es dann wahrscheinlich wieder Mods geben, wo man einfach so Zeitlupe mit einem Charakter machen kann. Und ja. Das stelle ich mir auch ziemlich geil wieder mit der neuen Fahrzeugphysik vor, wenn man dann Zeitlupe machen kann mit dem Mod und dann in Zeitlupe ein paar enge Kurven und zu nehmen kann. Ich meine, man hat eine viel größere Entscheidungszeit. Und ja, wird wahrscheinlich, hoffentlich, ziemlich geil. Ja, ja, hier auch Zeitlupe. Schnell, und langsam. Du, Dubstep. Oh ja, was denn auch sonst, ne? Was denn auch sonst? So. Weitere Infos zu GTA 5. Ja, Erscheinungsdatum 17. September. Das sind jetzt noch ein bisschen mehr als 17 Tage. So knapp 20 Tage werden das sein. Bis ich sicher, welche heute ist. Ich vergesse das in den Ferien immer total. Das ist echt krass. Und? Ja, das war aber knapp. So. Wo war ich geredet? Ich war gerade abgelenkt, weil ich geguckt habe, dass ich der Polizei entkomme. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte einfach Lust drauf. Ja. Was ich auch hoffe, dass es wieder viele Rennen gibt. Oder eben auch diesen Fallschirmsprung, Boot, Autofahr, Wettbewerb, wie bei. The Ballad of Gay Tony. Es geht ja viel The Ballad of Gay Tony. Was hat mir schon immer. Upsala, mein Stuhl. Was hat mir schon immer richtig viel Bock gemacht. Also, ja. Kann man einfach nichts dagegen sagen, noch teilweise viel Bock. Dann. Das gibt's auch groß zu sagen. Ja. What the fuck? Komm, fahren wir hier mit der alten Klapperkiste. Wie so lustig, wenn die losfährt. Ja. Ich sag knall hinten raus. Doch mal. Ach, jetzt nicht. So, ich habe das Gefühl, ich komme auch viel zu viel vom Thema ab. So, ja. Was ich ja auch erhoffe, dass GTA 5 nicht ganz so ernst wie GTA 4 wird. Weil es passt meiner Meinung nach nicht in diesen GTA-Style von dem, was ich jetzt... Ach, mir fällt gerade ein, ich habe schon noch ein anderes GTA gezockt. Ich weiß aber leider nicht mehr welches. Ja. Weil es passt einfach diese kranke Scheiße besser zu GTA 4. Und ich glaube, da ist Trevor ein echt guter Charakter. Und ja, auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, mehr fällt mir jetzt leider auf das Spontane nicht ein. Falls ihr nochmal ein detailliertes Video wollt, also ein wirklich detailliertes Video, da werde ich mir aber dann die Trailer zur Hand nehmen und dann die alle einzeln untersuchen, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ja, bye. Ja, scheiß drauf, wenn einer sagt, ich will ein detailliertes Video, wo du alles analysierst, aufs Genaueste und die alle Analysen vorher, aber du guckst, damit du genau weißt, was abgeht, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Da könnt ihr auch freuen, wenn ihr das wollt und wenn nicht, dann wird es eben nicht kommen, ne? Damit müsst ihr dann auch fertig werden, Leute. Damit müsst ihr dann auch fertig werden. So, also wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Hat euch gefallen. War ein bisschen lang, aber meiner Meinung nach noch im Bereich des Möglichen. Ja, ihr wisst, was ihr in die Kommentare zu schreiben habt. Wenn ihr noch Themen habt, worüber ich in dem nächsten Part von Grand Talk Auto reden soll, darf, was auch immer, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.